So, einen wunderschönen guten Abend. Sie haben ja mittlerweile den Wetterumschwung nach der Hitzewelle auf Mallorca. Jetzt sind es Temperaturen unter 20 Grad. Es ist windig und sogar recht kühl im Vergleich zu gestern. Aber jetzt möchte ich euch mal die Kandidaten des heutigen Tages vorstellen. Alles Männer. Nee, nicht alles. Wie macht mich mit? So, alles Männer oder werdende Männer. Und das Spiel läuft wie folgt. Ich werde jetzt 20 Fragen zu Mallorca stellen. Und diese so schnell wie möglich. Ja? Und ihr versucht, so viele dieser Fragen richtig zu beantworten. Wer dabei auf sein Handy guckt, und sei es nur bei einem Anruf, der wird disqualifiziert. Also es geht nur um euch. Ihr könnt untereinander reden, wie ihr wollt. 20 Fragen. Bei 20 Fragen machen wir den Zwischenstand. Und wenn es dann punktgleiche Menschen gibt, dann gibt es noch ein Stechen. Irgendwelche Fragen? Stopp. Gut. Alles klar. Los geht's mit der ersten Frage. Der Megapark ist eine Disco. Doch für was wurde das Gelände ursprünglich genehmigt? Der Megapark ist eine Disco, doch für was wurde das Gelände ursprünglich genehmigt? Ja, das ist doch ganz klar. Ja, okay. Gut, alle sehen so aus, als wüssten sie es. Die Frage war auch leicht. Und jetzt kommt gleich schon die nächste Frage. Zweite Frage. Wie heißt das erste Hotel, das in Arenal gebaut wurde und immer noch steht? Ich sag euch auch, wann das war. 1953 wurde das erste Hotel hier gebaut. Welches Hotel war es? Das ist übrigens André Arenal. Der kennt sich aus in Adrenal. Adrenal in Arenal. Gut. So, wie hieß das erste Hotel, 53 gebaut? Ich sehe in sehr wissende Gesichter. Cool. Nächste Frage. Frage Nummer 3. Ihr könnt ruhig in einem etwas längeren Satz antworten. Wieso heißt die Schinkenstraße eigentlich Schinkenstraße? Wieso heißt die Schinkenstraße Schinkenstraße? Mein Stift geht nicht. Dabei hast du das so mal liegen. Gut. Da grinst jemand. Dann ritzt es rein. Wir werden das erkennen. So, Frage Nummer 4, wo wir gerade schon von der Schinkenstraße sprechen. Nina, kannst du mal kurz gucken, ob wir noch einen Stift irgendwo haben? Bitte. Oder vielleicht kannst du dir einen Stift von einem deiner Kollegen mal kurz leihen. Ich habe auch einen. Gut. Die nächste Frage. Frage Nummer 4. Wieso heißt die Bierstraße Bierstraße? Wieso heißt die Bierstraße Bierstraße? Da hat er jetzt einen Stift, der auch funktioniert. Das ist schön. Ja, aber Stift darf ich nicht. Tja, das ist die Feuchtigkeit. So, das war die Frage Nummer 4. Wieso heißt die Bierstraße Bierstraße? Die nächste Frage. Ah, die schreiben noch, die jungen Herren. Ihr schreibt noch? Gut. Frage Nummer 5. Hat er jetzt eigentlich? Hat er. Er hat. Alles ist gut. Ich gebe euch noch 10 Sekunden. Frage Nummer 5. Mallorca hat eine automobile Rennstrecke. In welchem Bezirk, beziehungsweise in welchem Verwaltungsbezirk befindet die sich? Also es gibt ja Palma als Verwaltungsbezirk zum Beispiel, aber es gibt noch ein paar andere. Wo befindet sich die Rennstrecke? In welchem Verwaltungsbezirk? Ja, natürlich. Es geht aber auch hier um 100.000? Ah, nee, nur 100 Euro. 100.000. Geht immer noch nicht der Stift. Da geht immer noch nicht der Stift. Wir müssen uns mal, Nina, geht mal einen Stift besorgen. Also Mallorca hat eine automobile Rennstrecke. Wo befindet die sich? Wäre die nächste Frage. Und jetzt was ganz, ganz Einfaches. 6. Frage. Nenne 2 DJs aus dem Bierkönig. Nenne 2 DJs aus dem Bierkönig. Das ist jetzt die Frage Nummer 5. Mensch, die Gehirnzellen am Ballermann während des Urlaubs anstrengen. Okidok, also das dürften die meisten wissen, denke ich mal. Haut ihnen auf die Finger, wenn sie schummeln, ja? So, Frage Nummer 7. Es gibt eine große Diskothek auf Mallorca, nämlich die größte, die heißt BCM. Wofür steht eigentlich BCM?
BCM, wofür steht das? Ich hasse irgendwas hier. Welche Frage hast du gerade gestellt? Das war die Frage Nummer 7. Wofür steht der Name BCM? Boah, jetzt wird's richtig hart, Jungs. Scheiße. Das sind aber echt schwere Fragen. André grinst noch. Grinst du? Ja. Fühlst du dich gut gerade? Ja, ich denke, es läuft ganz gut. Okay. So, dann gibt es jetzt eine Frage, wo du dich gar nicht auskennst, nämlich in Port Adriano. Port Adriano hat einen neuen Hafen seit 2012. Wart ihr schon mal in Port Adriano? Ja. Wer ist das in Deutschland? Nee, das ist hier im Südwesten der Insel. Port Adriano. Wer hat diesen Hafen designt? Was? Wer hat diesen Hafen designt? Warst du bei am Schuh? Das ist jetzt Frage 8. Jürgen Dreves war es nicht. Mia Julia war das, glaube ich. Ja. Also es war ein bekannter, ihr kennt den Designer alle, zur Not ratet. Designer alle? Ja, ich glaube schon. Also, ja. Ich weiß. Da wird getuschelt. Da wird geschrieben. Wie findest du Port Adriano? Schön. Sansibar ist ja da. Ne? Ja, genau. Da gibt es die lecker Currywurst. So, Frage Nummer 9. Oh, jetzt geht's in die Geschichte. Auf den Ruinen welches Bauwerkes wurde eigentlich die Kathedrale von Palma erbaut? Was? Auf welchem Bauwerk, auf welcher Bauruine wurde die Kathedrale von Palma erbaut? Ach, weißt du es, Nina? Du weißt es auch nicht? Nein, um ehrlich zu sein, nicht. Okay, ich glaube, ich werde hier langsam gehasst von den Menschen, die hier mitraten. Genau, und deswegen spielen sie nicht mit. Frage Nummer 11. Wie? Jetzt kommt Frage Nummer 11. Was? Nee, warte. 10? Sekunde. Stimmt. Entschuldigung. Frage Nummer 10. Welcher Beachclub musste letzte Woche zwangsschließen? Welcher Beachclub auf Mallorca musste letzte Woche zwangsschließen? Er liegt in Portijol. Den Tipp möchte ich euch geben. Oder grenzt unmittelbar an den Stadtstrand von Palma, besser ausgedrückt. Wann wurde der geschlossen? Letzte Woche. Zwangsgerollt. Lieber Totti, ich habe mir diese blöden Fragen ausgedacht. Ich glaube, da guckt gerade jemand bei dir ab. Ja, wir spielen zusammen. Ach so, okay. Gut. So, Frage Nummer 11. Wie hieß der Besitzer des Bierkönigs, der 1997 ermordet wurde? Ermordet? Ermordet wurde. Mit Vornamen oder? Also, nein. Aber der Name ist... Es war ein Deutscher. Mehr richtig. Weiß ich auch nicht. War das der, wo die das ganze Geld im Keller gefunden haben? Ja, genau der. Richtig. Das ist ja jetzt ein Tipp. Der Papageienzüchter. Ja, war er. Genau. Den ja, Tipp kann ich auch noch geben. Und er war Besitzer des Bierkönigs. Das kann ich auch noch sagen. Franco. Auch falsch. Okay. Ist gut. Die nächste Frage. Frage Nummer 12. Wie heißt die älteste Diskothek am Ballermann? Wie heißt die immer noch offene älteste Diskothek am Ballermann? Immer noch geöffnete älteste Diskothek am Ballermann. Älteste Disco am Ballermann. Nina, weißt du es? Ich glaube es zu wissen. So. Jetzt mal, vielleicht habt ihr ja schon mal Bekanntschaft mit der Polizei gemacht hier auf Mallorca. Wir haben drei verschiedene Polizeiapparate in Spanien. Wie heißen die drei verschiedenen Polizeiapparate in Spanien? Also hier laufen, wir fahren drei verschiedene Autos durch. Also, da sind die Goldmacher-Jungs. Es gibt drei verschiedene Polizeiorganisationen bzw. Polizeiformen auf Mallorca und in Spanien. Wie heißen die drei? Okay. I'm sorry. Aber jetzt vielleicht wieder eine leichte Frage. Welche Disco, das ist Frage Nummer 14, wurde in dieser Saison genau für 18 Tage am Ballermann geöffnet? Für genau 18 Tage wurde eine Disco... Hier, die, wo wir waren. Ihr habt zwei Antwortmöglichkeiten auf diese Frage.
wie es umbenannt wurde oder wie es vorher hieß? Wenn du beide, kriegst du noch ein Fleißbienchen. Okay. Okidok. Gibt's noch einen Tipp oder so? Ah, egal. Ich habe das in der Sprechstunde, aber falls du die jemals gehört hast, immer als schwarzes Loch bezeichnet. Ah ja. Gut. Die nächste Frage ist leicht. Seid ihr bereit? Frage Nummer 15. Nenn uns drei Megapark-Künstler. Also Menschen, die im Megapark auf der Bühne stehen. Drei Stück. Drei Künstler, die auf dem Megapark, im Megapark auf der Bühne stehen. Gut. Drei Künstler aus dem Megapark. So, jetzt geht's in Essen und Trinken in den Bereich. Oh, da kennen wir uns wieder aus. Wie heißt die Seid ihr fertig, Jungs? Ja, habt das zu. Seid ihr bereit? Was sind wir denn jetzt? Wir sind jetzt bei Frage 16. Ja, sicher. Wie heißt die berühmte mallorquinische Streichwurst? Also vom Schwein. Eine Streichwurst vom Schwein. Das heißt, ich glaube, hier kann man sogar mit 8 richtigen Fragen gewinnen. Was heißt Schwein auf Schwein? Schwein heißt Lomo, aber das findet sich in dem Wort. Lomo-Wurst würden wir nicht gelten lassen. Ich würde Lomo-Streichwurst auf. Okay. Okay, Frage Nummer 17. Die könnt ihr alle beantworten. Wie heißt der berühmte mallorquinische Schnaps, dieser grüne oder grünliche? Ah, endlich wieder lächelnde Gesichter hier. So wie man spricht. Ich schnapp einfach eben. Mit Akzent oder ohne? Mit Abos. Habt ihr das? Wo kommt das Axon de hin? Gut. Natürlich habe ich das nicht. Frage Nummer 18. Gleich habt ihr es geschafft. Mallorca spielt mit zwei Vereinen in der dritten spanischen Liga. Wie heißen diese beiden Vereine? Es gibt keinen höherklassigen auf Mallorca. Zwei in der dritten Liga. Wie heißen diese beiden Vereine? Ja, dritte Liga. Segunda B heißt es hier. Mach doch mal erste Liga, das weiß ich. In erster Liga gibt es keine mallorquinischen Vereine. Haben wir einen Telefonjoker? Leider nein. Dennis, uns schreibt doch hier. Gut. Okay, jetzt noch eine einfache Frage. Ich suche hier schon, weil die anderen beiden waren wieder so schwer. An welchem großen Naturstrand wurden in diesem Jahr die Strandbuden abgerissen? Was? An welchem Naturstrand im Osten, im Südosten der Insel wurden die Chiringuitos, die Buden, die Strandbuden abgerissen? Wo wurden die Strandbuden abgerissen? An welchem großen Naturstrand? Oh, das ist richtig. Das habe ich im Fernsehen gesehen. Das hast du im Fernsehen gesehen sogar? Das lief sogar im Fernsehen? Okay. So, und jetzt kommt die letzte Frage. Wie viele Häuser, das ist eine Schätzfrage, wie viele Häuser standen vor genau 150 Jahren hier, wo wir gerade stehen, in El Arenal? Schätzt mal. Arenal ist woanders. Sie sind aber gut, wir machen jetzt El Arenal. Gut, vergiss es mal. Vor wie vielen Jahren? Vor 150 Jahren. Wie viele Häuser standen in El Arenal vor 150 Jahren? Ja. Was war die Frage? Wie viele Häuser standen in El Arenal vor 150 Jahren? Genau, Schätzfrage. Gut. Ja, warte mal, warte dann mal, warte wollen wir mal. Jetzt sammelt Nina die Zettel ein. Jetzt sammle ich die Zettel ein. Ja. Braucht ihr nicht, können wir die so nehmen. Gibt's ja noch so, und. Boah, war das aber auch echt krasse Frage. Und jetzt kommen wir direkt zur Lösung. Ich weiß.
Aber ich wollte nicht fragen, wie teuer ist ein Eimer Sangria. Aber ich weiß, wie viele Einwohner Mallorca hat. Wie viele? 876.147. Ja, das wäre gewählt. Auch noch eine Frage gewesen. Was heute. Weißt du noch? Sag mal, was noch? Hast du auf Wikipedia eben noch gelesen? Ja. Ihr habt euch den Wikipedia-Beitrag immer durchgelesen. So, machen wir das mal im Schnelldurchlauf. Also, die erste Frage war, der Megapark ist eine Disco, doch für was wurde das Gelände ursprünglich genehmigt? Für einen Parkplatz. Für einen Parkplatz. Ja. Das ist korrekt. Wie hieß das erste Hotel in El Arenal? Beziehungsweise hier in der Playa. Ich weiß nicht, Rio San Francisco. Sehr gut, Rio San Francisco ist richtig. Hast du das auch geschrieben? Habe ich geschrieben, klar. 1953, korrekt. Wieso heißt die Schinkenstraße Schinkenstraße? Weil Deutsche Schinken lieben. Weil Deutsche Schinken lieben? Nee, weil da hing früher Schinken über der Straße. Richtig, und da sind die Kellner immer nach der Schicht hingegangen und haben sich die frischen Brötchen mit Schinken belegen lassen. Deshalb Schinkenstraße. Weshalb heißt die Bierstraße Bierstraße? Die Bierstraße heißt nicht Bierstraße, sondern Calle Miguel Pellicer. Aber wieso heißt sie umgangssprachlich Bierstraße? Das war nicht die Frage. Doch, das war wohl die Frage. Wieso heißt die Bierstraße Bierstraße? Weil hier hinten an der Ecke das erste deutsche Fassbier ausgeschenkt wurde von einem gewissen Herrn namens Ferrer. Und zwar auf der Straße. Und da wurde auch direkt auf der Straße kassiert, deshalb die Bierstraße. Mallorca hat eine automobile Rennstrecke. Wo befindet die sich? Kalaratiara. Ich weiß es. Wo denn? In Jokmajor. Hab ich sehr geschrieben? Gut. Hast du geschrieben? Super. Dann fragen wir mal jemanden, nenne mal zwei DJs aus dem Bierkönig. Aus Bierkönig? Ich kenne DJ Düse und ja, ich weiß nicht, ob Mia Julia ist ja kein DJ eigentlich, ne? Nee. Weißt du noch einen zweiten DJ? DJ Kai aus dem Bolero. Ja, der arbeitet gegenüber. Fragen wir mal den Profi hier. Sag noch einen anderen DJ. Patrick Palmer. Sehr gut. Es wäre auch noch DJ Biene oder Matze Heidt möglich gewesen. Und DJ... Okay, gut. Die nächste, Patrick Palmer hat er gerade gesagt. Ja. So, das BCM steht für was? Biggest Club Mallorca. Biggest Club Mallorca, geil. Beer Cocaine Mallorca wurde auch mal genannt. Die Wahrheit ist, sie wurde nach dem Besitzer benannt, beziehungsweise die Initialien Bartolomé Korsak Mas. BCM. Wer hat den Port Adriano designt, der im Jahr 2012 fertiggestellt wurde? Thomas Gerz. Weiß niemand von euch, oder? Ich habe Wolfgang Job geschrieben. Wolfgang Job ist fast richtig. Philipp Stark. Auf den. Also wir haben Ladefelder. Wer ist Philipp Stark? Frage A9. Auf den Ruinen welches Bauwerkes wurde die Kathedrale gebaut? Auf einer Burg. Das ist falsch. Die Burg ist es nicht. Ein Schloss. Auch nicht. Mausoleum der Königsfamilie. Nein, die Wahrheit, eine Moschee. Denn Mallorca war über Jahrhunderte islamisch, maurisch, mauretanisch geprägt. So, welcher Beachclub musst du letzte Woche schließen? Nassau Beach. Nassau Beach, genau. Nach zwei Jahren hatten sie keine Lizenz mehr. Jetzt kamen die Behörden und haben dicht gemacht. Wie hieß der Besitzer des Bierkönigs, der ermordet worden ist 1997? Wolfgang? Falsch. Walter? Auch nicht. Tobias? Nein. Günther? Tobias Buhmann? Nein. Manfred Meisel hieß er. Scheiße. Meisel? Stimmt, gut. Wie heißt die älteste Diskothek, die es am Ballermann gibt? Die Rutschbahn. Rio Palace. Das Rutschbahn. Ist korrekt. Die Rutschbahn ist Eis, korrekt. Was war das? Die Rutschbahn. Ja. Abi. So. Ich glaube, wir haben gar nichts. Wie heißen die drei verschiedenen Polizeiorganisationen? Polizia Lokal, Guardia Civil und... Polizia National. Sehr gut, Jungs, toll. immer Kontakt zu gehabt, immer gute Kontakte gehabt. Ja. Welche Diskothek musste in dieser Saison, hat für 18 Tage die Saison geöffnet? Paradise. Wer hat das gesagt? Paradise? Falsch? Latino Bar. Rio Palace ist vollkommen korrekt. Wurde kurz für 18 Tage umbenannt und diente BCM und diente Studentenpartys. Die drei Megapark-Künstler, da könnt ihr mir doch ein paar erzählen, oder? Easy Glück. Ja, sehr gut. Biggie Krause. Ja, wunderbar. Jürgen Reves, wunderbar. Lorenz Büffel gibt es da auch noch. Ja, Autohändler hätten wir da noch. Atzen, toll, prima. Also, das wussten alle. Die Frage war gut. Die war gut. So, die nächste Frage. Wie heißt die berühmte mallorquinische Streichwurst vom Schwein? Rügenwalder Bratwurst ist falsch. Ich hab Rügenwalder geschrieben. Wie heißt die?
Sobrasada, das ist korrekt. Hätte man drauf kommen können. Hätte man erraten können. Ja, und jetzt alle im Chor, wie heißt der berühmte mallorquinische Schnaps? Tunnel! Tunnel! Yerbas habe ich geschrieben. Okay. Tunnel oder Yerbas, okay. Beides. Also ja. Tunnel ist Tunnel. Die Firma. Tunnel ist die Firma, also ist falsch. Ja, es aber kommt. Tunnel viele Sachen. Ja, es gibt zum Beispiel den Ruschkinow, der auch von Tunnel hergestellt wird. Es gibt auch Palo vom Tunnel, also Caramello. Muss man schon Yerbas schreiben, meiner Meinung nach. Nein, Tunnel lassen wir jetzt gelten. Aber du hast nicht aus. Du Korinthenkacker. Mallorca spielt mit zwei Mannschaften in der dritten Fußballliga. RCD Mallorca und die zweite weiß ich nicht. Ich hatte in Manacor geschaut. Atletico Baleares. RCD Mallorca. Genau, RCD Mallorca und Atletico Baleares. Nina weiß das, weil sie alle Spieler persönlich kennt. Mallorca. Atletico Baleares. Atletico Baleares, genau. RCD Mallorca. FC Birken. So, welche Fragen hatte ich dann noch? Weil ich habe da ein bisschen geschwenkt. Wie heißt der Strand, an dem die Chiringuitos abgerissen worden sind? Estrenk. Estrenk ist korrekt. Und wie viele Häuser standen in El Arenal? Es waren genau 5. Es waren 13 Stück. Wie viele Häuser standen vor 150 Jahren in El Arenal? Das weiß ich ganz genau. 1136. Das ist falsch. So viele stehen da, glaube ich, heute nicht mal. Wahnsinn. 13 waren es. Es waren 0. Vor 150 Jahren gab es dieses Fleckchen Erde noch nicht, also beziehungsweise nicht bebaut, bis hier ein Mann irgendwann 1873 sein Häuschen hinstellte, dann kam ein Häfchen dazu. Aber es sind eine Schätzfrage. Was hast du denn für Fragen erwartet? Keine Ahnung. Ja. Bevölkerungsdichte. Bevölkerungsdichte, wie ist die denn? Was sag mal, die Einwohnerzahl. Einwohner habe ich schon eben gesagt. Sag nochmal. 870.000 Einwohner. Flora und so, Fauna. Wir machen jetzt eine Auswertung. Danke auf jeden Fall fürs Mitmachen. Wenn es ein Stechen gibt, gehen wir nochmal online. Ansonsten gibt es ein Siegerfoto. Ich danke euch fürs Mitmachen und Prost und schönen Urlaub noch. Und, tschüss.